Moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu FIFA 20 Karrieremodus mit dem ersten FC Kaiserslautern. Wow, ich... Egal. Heute mit dem Topspiel gegen Preußen Münster. Die sind Tabellenerster mit 9 Punkten. Und wir sind ganz dicht dran. Mit einem Sieg überholen wir sie und wären auf jeden Fall Zweiter. Und das wollen wir eigentlich auch schaffen. Mal gucken, ob wir das auch umsetzen können, nachdem wir im letzten Spiel, das solltet ihr echt sehen, falls ihr es nicht gesehen habt, mit einem Last-Minute-Sieg durch den super wundervollen Fechner glücklich aus der Partie gegangen sind. So, nochmal gerettet. Geht's jetzt ins Topspiel hochmotiviert. Deswegen gehen wir auch direkt rein und werden dieses Trainingsspiel spielen. Heber Skill Challenge. Boah, das war richtig schlecht, Mann. Boah, das war richtig schlecht, Mann. Und? Ja! Boah, das war richtig knapp, Mann. Boah, aber ich finde echt in diesem Spiel sind diese Bewegungen sind echt flüssig. Sieht echt gut aus irgendwie. Und zack. Und schönes Ding. Egal, vergessen wir das. Dass ich Rang D habe in der Situation. Preußen Münster mit am Start im schönen Schwarz und Weiß. Mann, das sieht aus wie ein jahrhundertealtes Wappen. Okay, es ist ja auch schon über 100 Jahre alt. Aber trotzdem. Boah, schönes Bild. Ja, ja, ja. Ja, super toll. Dritte Liga. Mhm. Wir wollen ja Erster werden. Der hat meine Frisur. Schöne Kameramänner direkt nah am Spielfeld. Haben wir eigentlich Einlaufkinder? Nee, haben wir gar nicht. Da hinten, da wohnt der Kumpel. Sind wir jetzt in Münster eigentlich? Der Kumpel kann einfach direkt ins Stadion gucken. Ist heftig. Heftiges Stadion irgendwie. Umsonst dritte Ligaspiele gucken. Ist bestimmt teurer. Schön teure Miete, wenn du da wohnst. So. Ich will das ja gewinnen, ne? Anstoß für Preußen Münster im Europark. Europark. Oh, schönes Ding. Spalvis. Oh, ich dachte, ich kann mal richtig durchrennen mit ihm. Wagner hat den Ball aber gut abgefangen. Schauerte. Jeder Stürmer schauerte vor Schauerte. Hoffmann. Der hat hoffentlich nicht so viel Hoffnung. Mann, oh, schön rausgespielt. Da müssen wir schon aufpassen. Oh, er hat mich ausgedribbelt. Jungs, nicht so einfach machen. Pick. Pick lässt sich so... Pick fällt nicht rein auf so einen Trick. Schönes Kombinationsspiel. Schad sieht den wunderbaren Außenspieler Hämlein. Der hat ja eine offensive Qualität. Du, das ist ja unglaublich. Schade, dass der nicht der andere in der Mitte da mitgespielt hat ordentlich. Dann hätte das durchaus was geben können. Schönes Ding. Da pickt der, pickt sich die Bälle hier. Da ist er, der. Und dann kommt die Flanke in die Mitte. Da stand jemand und der Verteidiger macht fast den Fehler. Schade, das hätte auch mehr werden können. Schade. Schön abgedreht. Er musste es tun. Fechner. Ach, komm schon. Schade, der war gut gedeckt. Der Mann. Das Spiel war echt... Das Zusammenspiel war echt gut, aber die waren ein bisschen schlauer. Die Münsteraner, nennt man das so? Brandenburger. Ich nehme jetzt mal nicht an, dass Münster in Brandenburg liegt. Sonst wäre das schon ziemlich witzig. Komm, lauf doch, Junge! Ach, shit. Komm, Pick, du kämpfst noch. Ja, der kämpft, so muss man das machen. Boah, die sind gut, Alter. Die machen richtig Druck. Da müssen wir ein bisschen schneller... aufs Gaspedal drücken. Drücken ist auch okay. Heidemann. Geh mal weg, Heidemann. Brandenburger. Der kommt nicht außer Heide, Mann. Der läuft über außen. Der kann gleich frei flanken. Das ist immer eine schlechte Idee. Genauso wie Ecke eine Gratisflanke ist. Das ist nicht gut. Da komme ich nicht mit klar. Pick weg damit. Gut, da ist okay. Wagner. Diesmal keine Steinofenpizza, sondern ein Fußballspieler. Brandenburger schauerte. Auf diese Schauerte
Schauart schaute und noch bis heute schaut. Boah, komm, Alter. Nein, das kriegst du nicht hin. Gute Verteidigung. Oh, Grill. Wow. Mann, da sahen wir aber echt löchrig aus. Das geht gar nicht. Leute. Oh, war das ein krasser Reflex. Mann, so schnell reagiert man nicht mal, wenn man seine Hand auf dem heißen Grill macht. Oh, aber heftig. Das war echt gut. Wow. Weg damit. Quito. Und Grill ganz locker, easy. Ey, was soll ich denn machen, Alter? Ich komme ja gar nicht weg. Pick. Schön, da spielt er den weiter. Nein, kein Abseits. Kein Abseits. Abseits, verdammte Scheiße. Ja, der wäre so gut durchgekommen. Schön. Oh, shit, den hat er da vorausgesehen. Hat er gut verteidigt, gut den Raum zugemacht, der Gegner. Ich meine, Preußen-Münster ist ja anscheinend echt keine Lachnummer so. Sind aber in Erster. Da wollen wir hin. Und Zwickau auch. Und die wollen das natürlich auch bleiben. Die würden ja natürlich schön Punkte ausarbeiten, wenn sie gegen uns eigentlich ein, so gesehen, ein Konkurrent gewinnen. Boah, schönes Ding, einfach durch, einfach durch. Da läuft der Hämlein. Ist der frei vorm Tor? Ist der kalt vorm Tor? Er ist kalt, eiskalt und macht das 1:0. Oh mein Gott, zu Hause in Preußen Münster. Da musste ich mich erstmal richtig gerade rücken und irgend so eine komische Fliege fliegt mir die ganze Zeit im Gesicht rum. Kotzt. Oh, guter Abschluss. Boah. Ist ja schon kein Realschulabschluss mehr. Das ist schon Abi. Dieser Abschluss von Hämlein. Kapitän macht's. Kittner. Brandenburger. Manche müssen auch denken, was labert der da für eine Kacke? Wagner. Aber der wagt es nicht. Hofmann. Littka. Ich hätte gern so einen traditionellen Brasilianer für die zentrale Offensive. Der so voll Tricks kann und so. Das wäre ziemlich cool. Außenspieler mit Pick, wie ich ihn mir vorstelle, habe ich schon. Hallo. Lass ihn da weg damit. Oh, schönes Ding. Schön rausgeholt. Schad. Da hinten. Oh, was für ein wunderbarer Ball. Alter, diese Pässe, die sind echt mega geil hier, ne? Einmal kurz rüber und auf Rot. Und wieso köpft er den denn? Den sollte er richtig krass geil Volley nehmen. Aber ich hab's eh vermasselt. Ah, dieser Pass war nicht so gut. Schöner Pass, ganz locker, schön durch. Dann haben wir hier nochmal... Ah, Mist, einen Schritt zu spät. So eine Kacke aber auch. Gut abgefangen von dem... Oh, sie ging... Quito... Nein, 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 Grill! Oh mein Gott! Grillmeister. Pick, ganz locker. Nein. Oh Mann, wieso bewegt er seinen Arsch auch nicht? Heidemann. Heidemann. Also dieses Spielprinzip von diesem Spiel, das, ich sag's jetzt mal, noch liegt mir das, ne? Also, wir verstehen schon ein bisschen mehr, was ich mache. Das sei bei FIFA 19 nicht so krass. Nein, ich hab's gesehen. Oh mein Gott, das hat sich so abgezeichnet, ey. So ein dreckiger Fernschuss, ey. Das hatte ich bei FIFA 19 auch, ey. Schöner Schuss. Das muss man so sagen. Da kann halt auch der gute Grill nichts machen. Leckere Flugkurve, wirklich. Krass. So steht's nur noch 1:1. Ja, ist kein Schandergebnis. Ach, fuck. Bisschen früher hätte ich das machen sollen. Oh, jetzt bin ich wieder ein bisschen, jetzt bin ich ein bisschen hektisch. Das ist nicht gut. Das merke ich innerliche Anspannung. Und jetzt ist gleich Halbzeit. Unentschieden zur Halbzeit. Ey, haben wir das nicht schon 1000 Mal gehabt? Oh Mann, ich habe den falschen aus Versehen gelenkt. Kotzt. Gut. Einmal durchatmen.
Wir wollen das Spiel gewinnen. Los, Jungs, wir wollen das Spiel gewinnen. Wir schaffen das. Einfach nur dran glauben und dann geht das auch. Uns fehlt nur das Hämlein an der Waage. Waage, oder wie das heißt. Fechner. Guter Mann. Hämlein, der macht als Kapitän aber auch Spiele, ey. Das ist echt. Schön durchgesteckt. Dann Fechner. Außen. Fechner läuft mit. Fechner läuft mit. Aber. Und schönes Ding. Das war kein Abseits. Das war sowas von kein Abseits. Galatidis. Perfekt. Puh. Hey, wir führen. Aber sehr schön. Er hat so abgedreht und ich habe ihn da hinten gesehen. Ich wusste nur nicht, dass der Ball auch so gut ankommt. Zack. Und er nimmt da ihn aus unmöglichen Winkeln aus der Luft. Muss man auch erstmal so machen, ey. What? Klatsch. Skalatidis. Klingt wie ein Grieche. Ist das ein Grieche? Keine Ahnung. Der ist Simon. Bestimmt so ein Mischmasch-Bro. Schnellbacher. Ey, den hatten wir auch bei Sonnenhof Großasbach. Der war ziemlich gut. Den hatte ich sogar in der letzten Saison noch. Das mit so einer 69er Wertung, aber trotzdem hat er einige Tore gemacht. Der war schon ganz gut drauf, der Junge. Cueto. Raus auf Heidemann. Schön, da steht die Verteidigung. Oh, das war kein guter Ball. Komm, einfach durch. Oh, ich konnte mir. Der Spalbis, der kann sich auch nicht durchsetzen, so. Das ist unser bester Spieler von den Werten her, aber irgendwie. Kommt der da auch nicht so durch? Wow. Sehr schön rausgespielt, aber Grill. Wow. Die Sunmaker. Glücksspielwerbung. Komm, einfach weg damit. Einfach weg damit, habe ich gesagt. Wieso macht er ihn nicht weg? Kittner, nein. Nein. Pick. Pick. Schickt mir ein Pick. Oh, da habe ich ihn gesehen. Da habe ich ihn gesehen und der kommt auch noch an. Schön abgedreht. Ach, komm, Alter. Viel zu abseitsig, aber viel zu lange hat das gedauert. Pick gegen Starke ist okay, ist okay. Ist okay. Starker Wechsel. Auf jeden Fall. Komm raus, du Pick. War ein gutes Spiel von dir. Du spielst echt so, wie ich mir das vorstelle. Das finde ich gut. Lässt dich auch so lenken. Und du kannst doch dich noch entwickeln. Das ist auch gut. Boah, shit. Das war nicht so geplant. Ich meine, wer plante schon Fehlpässe, ne? Aber schön abseits. Wow, wow, wow. Doch, komme ich nicht klar. Das war echt abseits. Bergmann, 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 Bergmann. Einfach locker, locker, locker. Lockerer Ball. Skalatidis, der dreht jetzt auf. Der dreht jetzt auf. Der hat. Und schön, da sieht er ihn. Und da lupft er ihn nicht zur 17. Er zeigt es auch noch an hier. Warum nicht hier hin? Eieieiei. Was ist eigentlich mit unserem Goalgetter, ey? Es scheint Fechner als eher unser Goalgetter. Oh, fuck. Özcan hat den Ball gut bekommen. Gut abgefangen. Da läuft der dann auch noch über außen. Der ist spritzig noch. Der ist noch fit. Joa. Jo, der. Geht nicht, wollte ich eigentlich sagen. Aber er köpft ihn nur einfach nochmal weg. 5 Eckbälle, wir hatten gar keinen. Und trotzdem führen wir. Oh, kämpfen. Oh, Grill, ey. Hätten wir den nicht. Dann wären wir schon längst in die Pfanne gehauen worden. Einfach weg damit. Schön, Herr Kapitän. Das machst du sehr schön. So, komm. Heidemann. Sucht eine Anspielstation, musst du wieder zurückpassen. Dann kommt der Wagner, der spielt nach außen zu Schauerte, der irgendwie gelb hat. Geld hat er wahrscheinlich auch, ja, aber. So, ich darf nicht mit der Innenverteidigung rausrücken, das ist nicht gut. Oh, Grill, ganz überwältigt von diesem Schuss. Hämlein für Herrscher, ist okay. Schön, ja, direkt abgeschlossen.
Komm, Alter, wir müssen das schaffen. Komm, Grill, den hältst du fest, würde ich sagen. Ah, schade. Schade, da spielt er den Ball raus, ey, mit einem Fallrückzieher. Einfach weg damit. Schön. Komm, Skalatidis. Und jetzt raus. Auf Starke. Einfach weiter. Schön nach außen. Schad. Schad. Ach, shit. Schad, shit. Schade. Bortmann. Erdogan. Erdogan. Ich weiß gar nicht, wie ich das aussprechen soll. Rodriguez Pires. Oh, shit. Schauerte. Oh, ich habe Angst, dass die den Ball haben. Ich will das gewinnen. Ich will das gewinnen. Ich meine, heiße Duelle und ein paar Niederlagen gibt es ja bestimmt auch noch. Aber wenn wir früh schon viele Punkte holen, dann ist das doch schon eine ganz gute Ausbeute. Vor allem gegen Preußen Münster anscheinend. Die sind ja anscheinend sehr gut. So, guck mal, sie spielen hier auf Ballbesitz. Warum auch immer, sie liegen hinten. Sie versuchen uns auseinander zu reißen anscheinend. Mit wunderschönen kurzen Pässen. Und es scheint zu funktionieren. Oh mein Gott. Okay, Leute, wir haben Zeit. Wir müssen hier nicht in Unruhe verfallen. Warum macht ihr das? Warum nicht zu dem anderen? Na, komm, ey. Einfach durch. Joa, da hat er den. Hat er den einfach geluchst. Ach, scheiße. Wagner. Schön raus auf Schauerte. Okay, defensiv. Oder so. Sehr defensiv. Diese paar Minuten, Alter. Da müssen wir schon ein bisschen reinhauen. Auch defensiv. Weil... Oh, komm, Alter. Wieso kommt der denn immer beim Gegner an? Ach, fuck, ey. Das geht gar nicht. Da stand er da einfach frei und dann... Wieso hält er den denn nicht? Jeden scheiß anderen Ball hält er. Aber das nicht, oder was? Ja, kann ich auch wieder auf normal stellen hier, ey. Nee, das ist doch echt so. Boah, da hinten, Alter. Ach, schade. Warum nicht höher? Schöne, scharfe Flanke, aber leider nur zum Torwart, ey. Gut gedeckt. Das ist enttäuschend. Özcan. Schön nochmal in den Arsch getreten. Brandenburger, Mann, gib mir doch einfach den Ball, ey. Ihr seid voll. Wow, und der ist so schnell. Der ist so schnell. Ich kann nichts machen. Sternberg, gut gemacht. Ja, scheiße, ey. Grill, packt da die Faust auf. Mann, ey, ich komme nicht mehr an den Ball. Das nervt. Komm, Leute. Schön. Gib Konter, Alter. Warum kommt da kein Mensch ran? Ja, natürlich kommt der durch. Wow, und Grill ist einfach da fantastisch, weißt du? Einfachsten Bälle, ey. Jetzt hauen wir uns nochmal richtig die Hucke voll. Ja, ist vorbei. Egal, friedlich, unentschieden ist okay. Jetzt könnten wir wieder Dritter sein oder so. Oder sogar noch weiter hinten, weil noch wenig Punkte am Anfang sind. Aber Grill hat echt ein klasse Spiel gemacht. Ich hoffe, der hat eine gute Bewertung. 7,6 ist jetzt eigentlich nicht so gut, aber gut. Skalatidis ist 9,3. Hämlein-Spieler des Tages mit 9,3. Ja, wir machen immer die Interviews. Die sind ganz gut, die passen immer ganz gut dazu. Boah, Oerding hat einfach mal aus großer Asbach auseinandergerissen. Und ausgeweidet, ey. Magdeburg nimmt Meppen auch hoch. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. Ja, ist doch immer kein Problem. Das Spiel, der Strich durch die Rechnung, Ihr Kommentar? Ja, hat genervt. Hat richtig genervt. So. Ne? So ist Fußball halt, aber es ist halt echt manchmal echt nervig. Team-Moral, ey, die Team-Moral steigt dadurch, das ist gut.
Zwei Teams auf Augenhöhe. Wie beurteilen Sie die Leistung? Ich verstehe natürlich, dass das Team frustriert ist, weil das war echt ein dreckiges Gegentor am Ende nochmal, Leute. Aber, ja, was soll man machen? So ist der Fußball halt, ne? Schnellbach war heute einer der Besten beim Gegner, aber seine Leistung der Grund, warum für sie gegen Münster... Nein. Er ist ein guter Spieler, ja. Er ist ein guter Spieler, aber das hätten wir anders regeln können. Wir hätten mit dem Druck besser klarkommen müssen. Ne? Ja, es ist auch kein Problem gewesen. Ja, leider verhindert das unseren Sieg. Leider. Ein Grill ist drin, Jonjic ist drin, Spalbis. Irgendwie habe ich doch hier Pick, Alter. Ich mache nochmal den Pick rein. Es tut mir leid, aber ich mache nochmal den Pick rein. Wo ist er denn? Da ist er. Ja, der kriegt hier gute Sachen. Alles simulieren. So. Der Grill, Alter, der hält bald alles, weil wir machen aus ihnen ein richtiges Tier. Der hält ja jetzt schon fast alles. Preußen Münster, was ist das denn? Pokal? DFB-Pokal, ey, die dritte Liga ist auch mit dabei. Schön, schönes Ding. Legia Danzig will unseren Heinold haben. Heinold, keine Ahnung, wie der man den nennt. Aber nö, danke. Kann man immer gebrauchen, falls sich nochmal jemand wirklich verletzt oder so. Aber dass das DFB-Pokal jetzt ist, das habe ich nicht gewusst. Da ich jetzt das Wochenende habe, kann ich dieses leider auch nicht live streamen. Deshalb wird das im nächsten Part einfach spielen. Bis zum nächsten Mal und ciao!